Auch Jedermann-Rennen setzen auf professionelles Material. Hochwertige Räder und durchtrainierte Fahrer bestimmten beim Skoda Velo Race das Bild. Ambitionierte Freizeitfahrer aus ganz Deutschland gingen in Dresden an den Start. Jedermann-Rennen liegen im Trend, das weiß auch Stefan Schreck zu berichten. 2008 beendete er seine Profikarriere. Jetzt war der Tour de France-Teilnehmer und Etappensieger der Sachsentour beim Dresdner City-Rennen mit dabei. Man hat halt die Möglichkeit, als Jedermann, also jeder, nicht nur die Ambitionierten, auch die Freizeitfahrer durch die komplette Innenstadt zu fahren. Ich denke, das macht's aus hier in Dresden. Wir sind auch hier mitten in der Innenstadt. Die Leute haben die Möglichkeiten, an den Sehenswürdigkeiten von Dresden vorbeizufahren. Vorne fahren die ganz Schnellen, die ambitioniert fahren, und hinten fahren die, sag ich mal, die gemütlicher fahren, die nicht unbedingt den Leistungsgedanken haben. Und ich denke, das macht es momentan aus, dass die Leute wollen alle Radfahren, sind ambitioniert. Und das ist natürlich hier auch in Dresden eine einmalige Kulisse. Das Skoda Velo Race ist für viele Fahrer ein wichtiger Termin, denn das Dresdner Rennen ist Bestandteil des German Cycling Cups. 15 Renntage finden den Sommer über in Deutschland statt. Danach steht der beste Freizeitfahrer des Landes fest. In Dresden musste ein Rundkurs quer durch die Innenstadt 5-mal durchfahren werden. Letztes Jahr, als wir die Strecke geplant haben als Citykurs, haben wir ja die Hoffnung gehabt, die Waldschlösschenbrücke könnte fertig sein. Die Medien haben ja auch mal gesagt, ja, könnte fertig werden. Es gab Termine. Und am Ende kam dann noch das Hochwasser und man sagte, man hatte Baustopp und dies und jenes, sodass das dann sozusagen unser Wunsch nicht in Erfüllung gehen konnte. Und wir mussten dann ganz kurzfristig diese Ostergehege-Runde machen und sagen, okay, das könnte sie auch sein. Dass Jedermann-Rennen auch spannenden Radsport bieten, zeigte das Velo Race in der Dresdner Innenstadt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 44 km/h rauschten die schnellsten Fahrer über den Asphalt. Christian Müller aus Dresden hatte Heimvorteil. Der leidenschaftliche Radfahrer widmet jede freie Minute seinem Sport. Ich bin auch ganz froh, dass wir nicht raus in die Berge gefahren sind, weil ich kenne es ja vom Training jeden Tag, und mit meinem Gewicht, da hatte ich in den Bergen sicherlich nicht gewonnen heute, aber auf dem Kurs, aber für mich war der perfekt. Also. Die Zufriedenheit bei Christian Müller hatte einen ganz praktischen Grund. Der 25-Jährige kam bei der Premierenveranstaltung nämlich als Erster ins Ziel. Ein Sieg mit Ansage, denn der Tageserfolg war ein Geschenk zum Muttis Geburtstag. Das wollte ich unbedingt gewinnen, das war mein Höhepunkt. Vor allem, ich habe mir genau heute vor 3 Monaten ein Schlüsselbein gebrochen. Und da habe ich gedacht, in Dresden bist du wieder fit und dann gewinnst du wieder. Letzte Woche schon 2 Rennen gewonnen und dann heute wollte ich unbedingt von Anfang an immer mit in die Gruppen gesprungen. Und dann am Ende, wo wir zu zweit weg waren, habe ich echt gezweifelt, ob das reicht, weil zu zweit gegen ein ganzes Feld war echt schwer, aber es lief dann eigentlich ganz gut vorne. Für den einen zählte nur der Sieg, viele andere aber waren froh, dabei gewesen zu sein. Das Jedermann-Rennen in Dresden hat die Feuertaufe bestanden. Teilnehmer und Organisatoren sind auf den Geschmack gekommen. Und auch die Hoffnung auf ein neuerliches Profirennen in Dresden haben nach wie vor Bestand. Der Traum ist schon noch da, da halten wir auch fest. Natürlich müssen die Konstellationen noch günstig sein. Also das heißt, man muss wirklich jemanden finden, der sagt, okay, Radsport ist mein Thema, es wird besser, oder man kann es sowieso im Sport bei keiner Sportart ausschließen, aber wir träumen davon, dass wir irgendwann mal zumindest eine Tagesveranstaltung, vielleicht auch im Rahmen dessen Vortag, danach, keine Ahnung, mal machen können. Das ist schon richtig. Das haben wir im Hinterkopf. Wie schnell das gehen wird, das wissen wir auch nicht. Egal in welcher Form, die Zeichen stehen gut, dass auch im kommenden Jahr eine große Radsportveranstaltung in Dresden Station macht.